Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir ja unser Modul oben fertiggestellt und heute habe ich mir was Spezielleres vorgedacht. Zur Honor würde ich sagen für SpaceX, dass sie das Artemis Program gewonnen haben von NASA und somit der offizielle Supplier vom Moonlander sind oder Mondlander in der Zukunft sind. Haben wir gedacht, wir bauen sowas ähnliches wie die Rakete von SpaceX. Haben wir ja schon mal gemacht. Ist ein bisschen her, aber wir versuchen es nochmal und diesmal funktional. Natürlich wird bei uns das ein bisschen anders sein, aber ich will eine Zwei-Stage-Rakete bauen, die zum Mond kommt und wieder zurück. Darauf bin ich jetzt mal sehr gespannt. Bedeutet, oder bin mal gespannt, auf welche für eine Idee ich komme. Ich muss sagen, mich freut es extrem für SpaceX, dass sie den Vertrag jetzt gewonnen haben. Sie haben auch die geilste Idee mit ihren aktuellen SN-Versuchen. Jetzt müsste ja dann glaube ich, bald mal die SN-15 auch starten. So, wir brauchen halt erstmal hier die große Kapsel. So, ich würde also darunter, einfach um Space zu machen, noch eine Kapsel setzen. So ein zweistufiges System sozusagen. Dann, wir haben ein paar neue Teile. Nose Cone. Schaut weird aus eigentlich. Oder wir setzen nur so ein seitliches, so noch ein Panel an. Es soll ja natürlich auch selbstständig fliegen können. Dann tun wir oben einen kleinen RCS-Tank draufbauen. Würde ich sagen. Schauen wir uns das mal an. Wo ist es denn hier? RCS-Tank. Zylinder, Cone. Ich werde sie gerne ein bisschen runder. Bottom auseinander. Müsste wieder 1, 2, 5 sein. Und oben wollen wir natürlich zu haben. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir es ein bisschen kürzer gestalten? Das sieht auch komisch aus. Ja, dann müssen wir wohl doch mit einer Spitze gehen. Oben zu. Also 1, 2, 5, was? Das schaut ja noch Nee, dann gehen wir doch. Wir müssen irgendwie hier mitgehen. So, dann machen wir es so. Und hier oben gestalten wir das Ganze aber komplett schwarz. Kann wir hierfür auch Färbung? Wäre toll. Finde ich echt super. Nee, haben wir nicht. Aber was natürlich hier auch über reinkommt, ist Shielding. Lasst mich das ja nicht vergessen. Überall, wo Personen hier drin sitzen, machen wir Full Shielding. Gut, und dann brauchen wir drunter den Liquid Tank. 1, 2, 5 müsste das gewesen sein. Ja, müsste gepasst. Dann in die Länge. Zu lang darf sie ja auch nicht werden. Machen wir mal 8 Meter. Ist gleich keine schlechte Länge. Kriegt von mir eine. Open Coloring. Accept, okay. Schauen wir mal, was haben wir denn da für verschiedene Farben? Stock White, Olive Brown. Wir machen es mal so, das schaut ganz cool aus. Schwarze Pizza als Ziel oben und. Genau, so machen wir das jetzt. Gut, dann können wir uns mal in die Triebwerke setzen für die obere Stage. Welche nehmen. Also, jetzt brauchen wir eine Triebwerksplatte. Das ist vielleicht ganz essential, dass wir eine Triebwerksplatte drunter dran haben. Und ich hätte gern in der mittleren eine Landestage und außenrum nur die Weltraumtriebwerke sozusagen. Lass uns mal schauen, was wir da für spannendes Zeug haben. Wir brauchen etwas, was im Vakuum ordentlich Schub macht. Die hier sind zum Beispiel. Ah, das sind Methane. Das sind Methane-Triebwerke. Wir brauchen welche mit ordentlich Schub grundsätzlich. Da, 600 Knoten. Ah, die sind groß, ne? Ah, die können wir umdesignen, warte mal. Das können wir jetzt eigentlich umdesignen. Wenn wir die hier dran stecken, machen wir die mal kleiner scalen. Hm.
Wie viel Sparten das Ding jetzt noch? Das ist jetzt dann die nächste Frage. Wenn wir wirklich außenrum so viel setzen, wie viel Schub haben die? 1,27. Auf der Erde schon. Vakuum 1,45. Das reicht ja easy. Das reicht easy. Dann placen die sich ganz komisch. Okay, auch nicht schlecht. Schaut aber nicht schlecht aus. Dann hätte ich noch gern ein Haupttriebwerk, was wir zum Landen verwenden. Und da wäre auch sowas gar nicht schlecht. Was wir dann in die Mitte platzieren. Das allein hat 0,55. Ja, das ist jetzt gleich Vakuumhöhe, ne? Genau, das hat jetzt hier 0,25. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, landen, haben wir am Ende noch so viel. Oder dann geht der Schub eh schon drastisch nach oben und dann am Ende irgendwann hat er noch 500 ms, aber hat 1,3 Schub. Oder das sollte reichen. Ist ja eh nur sozusagen die Landestage. So als Füße hätte ich mir Folgendes überlegt. Und zwar haben wir ja hier irgendwo, wo sind es denn Beine? Hier. Ich vergesse immer, wo die sind. Medium Mount. Die hier. Und die kann man so schön weit unten platzieren. Vielleicht sollte man davon nur eins nehmen, ne? Das wäre gar nicht doof. So. Bedeutet, man sieht gar nicht die Triebwerke. Die Triebwerke sind verpackt. Was ich ja mega geil finde. Was ist das jetzt? Das ist die Large-Variante. Die geht... What? Wie groß können wir bauen? Eigentlich sollten wir. Ach komm. Was für ein Diameter haben wir denn hier dann? Sind es dann 5 Meter? Ich denke mal, dass wir noch 5 Meter hochgehen. Bedeutet, wir nehmen hier drunter nochmal. Einfach weil es jetzt einfach auch geil ist. Liquid Tank. Scalen ihn zu einem Cone. Machen ihn auf 2,5 erstmal. Und gehen dann auf... Nee, die Länge passt schon. Die Länge machen wir so. Machen wir dann auf... Ich weiß nicht, sind es 4 Meter? Das müssen wir jetzt selber mal herausfinden. Nee, die Länge wollte ich nicht verändern, den Diameter. Gehen wir auf 4 Meter. Wo sind die Füße wieder? Wo sind sie da? Da. Larger Mount. Es sind weniger wie 4... 3,75? 7,5, glaube ich, gab es noch eine Größen. Warum haben die Dinger nicht immer unbedingt eine Größenangabe dabei? Ne, 3,7 einfach. I don't know. Schaut irgendwie trotzdem immer noch nicht gleichmäßig aus. Was ist jetzt, wenn wir 1,6 sagen? Dann wird es zu eng. 1,65. 3,65. Aha. 3,65 hatte ich auch noch nicht. 3,65. Absolut kein Problem mit der Größe. Muss dann nur die Triebwerksplatte da auch noch dazu passen. 3,75 macht die jetzt draus. Aber man sieht es ja eh nicht drunter. Von daher sollte das eigentlich tendenziell Schnappe sein. Jetzt machen wir natürlich den hier ein bisschen länger. Und vielleicht anstatt auf so machen wir mal doch einen Smooth Cone oben. Jetzt muss ich nur überlegen, 2,5 war es, glaube ich, ne? Wenn man vergisst, wie groß es war, 2,5 ist dagegen, genau. Und jetzt haben wir 3,65 gehabt. Hier und machen das mal ein bisschen länger. Schaut immer noch weird aus, aber besser als davor auf jeden Fall. So, dann hatten wir hier irgendwo den Grey Paint. Wo waren die? Nee. Stop Grey Alike, nee. Da hat man es, gut.
Da müssen wir nochmal die Füße wegtun, weil jetzt müssen wir natürlich die Triebwerke auch anpassen. Erstens passen sie so nicht mehr, zweitens sind die Größen nicht mehr passend. So. Die haben immer noch genug Schubkraft auf dem Boden abzuheben. Du wiederum, wenn wir dich nach unten versetzen, hast 2, 4, 5. Aber natürlich auch genug Kraft, hoffentlich am Ende noch, trotzdem noch. Genau, warte mal. Entschuldigung, ich habe schon wieder vergessen, dass ich den dreifach platziert habe. So, lass mal das untere ganz leicht rausstecken. So. Dann brauchen wir natürlich die Füße noch dafür. Wo sind sie denn? Ne, das sind die Medium Legs. Ah, verdammt, und schon wieder verdrückt. So. Das wird ein Lander, du. Das wird ein Lander. Und rein theoretisch sollte dieses Ding auch unbemannt fliegen können. Bedeutet, wir könnten das jetzt unbemannt mal auf den Test stellen. Wenn ich mich nicht irre. Das ist jetzt unsere SN-15. Und die speichern wir ab und stellen sie mal auf den Start. Ich bräuchte jetzt mein Hover-Script und ein Script-Able-Object. Wir müssen nachher natürlich noch die SAS-Tanks, RCS-Thrust einbauen, damit das Ganze läuft. Aber mit dem Thrust, was da drin ist, mit einem richtig tollen Booster drunter, kommen wir weit, denke ich. Da kommen wir richtig weit. Wenn wir noch einen fetten Booster drunter packen mit ordentlich Schubkraft drin, da tun wir wahrscheinlich Methane verwenden, weil Methane ist ja richtig, richtig gut dabei. Draufzuhauen, wenn das Spiel jetzt laden würde. Game load. Load game. So, stehen tut er auf jeden Fall mal. Dann halten wir SAS. Was ist jetzt passiert? Ach ja, ein Antrieb ist ausgefallen. Ne, wir haben nur noch einen Antrieb, der funktioniert. Oh! Zurücksetzen auf Flugzeug, auf Start. Vielleicht müssen wir doch die Triebwerke austauschen. Das wäre praktischer, wenn die ein bisschen mehr Starts hätten als zwei einen. Vor allem, wenn es darum geht, das Ding zu landen später. Wir müssen kurz cutten, neu starten, alles kaputt! Das wäre nicht so ganz praktisch, würde ich sagen. So, okay. Halten wir die Rakete gerade. Erster Testflug unseres neuen Tregas. Schaut es jetzt nicht, ist wirklich SpaceX ähnlich noch, aber es wird noch, es wird noch. Rein theoretisch könnten wir aber das voll simulieren, bedeutet, wir geben mal Vollschub. So. Wie viele Schübe haben das eine Zündung und die hatten auch noch eine Zündung, ne? Jetzt runter thrusten. Dass wir quasi in einer Hover-Position enden. Das Ding hat ja ordentlich Thrust. Das ist... das Erstaunliche. Erstaunlich ist es. Rein theoretisch könnte das Ding selber in den Weltraum fliegen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es hat, hätte genug Kraft dafür. Und auch genug MS.
Und wir hovern. Aber langsam nach oben, lustigerweise. So. So, wir fallen wieder ein bisschen. Normalerweise mache ich das per Skript sowas, aber ich mag mal probieren, das selber zu machen. Was weiß ich, und jetzt gehen wir in den Fallmodus über. Bedeutet, wir thrusten nach unten. Setzen nur noch auf die Hälfte, somit können wir ein bisschen steuern, wo wir hinwollen. Setzen dann im letzten Moment noch den Hauptthruster ein. Okay, wir brauchen Infos. 2,7, 2,6, 2,5. Beine ausfahren. Und wir stehen. Yes! Das Ding hat Potential. Das Ding hat Potential. Jetzt ist eine Fahrt versagt. Ein zweiter hat aufgegeben. Schau, wie gut kann das sich mit den Triebwerken halten in der Luft. Und gar nicht. Ausschalten. Grundsätzlich war der Test erfolgreich. Es haben bloß zwei Triebwerke aufgegeben und das müssen wir jetzt aber auswechseln, dass wir da bessere noch drin haben. Aber Leute, ich würde sagen, das war ein relativ erfolgreicher Testflug mit der SN15 bei uns hier im Game. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.